Small Soldiers. Ein guter Beweis dafür, dass man CGI-Kreationen und reale Schauspieler ruhig mal miteinander in einem Film vermischen kann. Zur Story. Der Neubesitzer eines Spielzeugherstellers beauftragt zwei seiner Mitarbeiter damit, eine noch nie dagewesene Action-Toyline herzustellen. Und ja, diese wissen jedoch nicht, dass ihre Schöpfung mit einem Hochleistungschip ausgestattet wird und dies fatale Folgen haben wird. Dieser Hochleistungschip wurde von Globotech, einer gigantischen Rüstungsfirma, entwickelt und somit ist die Geburtsstunde der Gorgon Knights und der Kommando Elite perfekt. Prototypen dieser Actionfiguren landen durch den Enthusiasmus von Alan Abernathy, gespielt von Gregory Smith, in dem Spielzeugladen seines Vaters. Und damit geht das ganze Schlamassel los. Aber mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht zur Story verraten. Einige Zuschauer werden die Parallelen zu einem bestimmten Film sicherlich sofort bemerken. Regisseur bei diesem Film war Joe Dante, welcher auch für Gremlins verantwortlich ist, beziehungsweise in diesem Regie führte. Small Soldiers ist zwar jetzt nicht so düster wie der eben benannte Film aus den 80er Jahren, hat aber auch durchaus seinen eigenen Charme und bietet definitiv gute Unterhaltung. Wie diese Kommandofiguren und die Gorgon Knights agieren und auf ihre eigene Art und Weise Krieg führen, ist sowas von genial unterhaltsam. Und ja, die von DreamWorks animierten Charaktere geben diesem Film wohl, ja, also ich sag jetzt mal so, obwohl dieser Film von 98 ist, denkt man jetzt wirklich, man sieht jetzt gerade so einen Film aus den 80er Jahren. Also da stimmt fast alles eins zu eins. Also richtig genial. Small Soldiers ist ein absolut cooler Film und ja, ich sag jetzt mal, Fans von verschiedenen Genres können sich den ruhig mal antun, ob das jetzt Horror, Fantasy oder Science Fiction ist oder eben halt gute Action. Ja, ihr werdet alle bei diesem Film gut unterhalten.